Heute möchte ich ein bisschen über Briar Creek sprechen. Es birgt einen wahren Schatz. Kann entkommen. Hallo ihr Leseratten, heute möchte ich mit euch über diesen Schuber sprechen, der extrem schwer ist, aber extrem schön ist. Das Erbe der Macht, die erste Staffel, der erste Zyklus, Schattenchronik von Andreas Duranek. Ich pack's mal wieder nach unten, es ist nämlich wirklich schwer. Aber ich hole euch mal ein Buch raus, damit ihr sehen könnt, wie sie aussehen. Weil auch das finde ich sehr, sehr hübsch. Ja, im Schuber, wenn ihr diesen Schuber kaufen solltet, dann gibt es auch Postkarten mit drin. Ich habe jetzt hier noch ein paar mehr, weil ich auf der Messe auch welche abstauben konnte. Aber hier drin waren die beiden Postkarten. Einmal der Autor selbst. Und diese Postkarte. Und ich habe eben davon das Erbe der Macht. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht zu sehr. Und diese Karte. Man sieht es gar nicht richtig, oder? Was blendet? Diese Karte. Und diese Karte. Die blendet schon wieder. Ja. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Die kann man da wunderbar wieder reinstecken und gehen sie nicht verloren. Das ist schon mal gut. So, ich habe euch zu den ersten beiden Sammelbänden, die ich als Hardcover auch hier stehen habe, schon Rezension abgedreht. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, worum es eigentlich geht, schaut dann vor allem im ersten Video vorbei. Ich verlinke euch beide in der Infobox, weil ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern einfach nur sagen, wie mir die Reihe, also wie mir die erste Staffel insgesamt gefallen hat. Denn es ist einfach nur der Wahnsinn. Wenn es am Anfang noch so ein bisschen ja, schwierig ist, reinzukommen, sag ich mal, ist gar nicht wirklich schwierig, aber weil es eben extrem viele Perspektiven sind, weil aus Gefühl allen Perspektiven geschrieben wird, also von jedem Charakter, der mitspielt, hat irgendwie eine eigene Perspektive, mindestens eine, und das ist natürlich immer sprunghaft und die sind an verschiedenen Plätzen und so weiter. Deswegen empfiehlt es sich diese, zumindest die erste Staffel, ich weiß wie es danach ist, ich hoffe, dass es dann wieder irgendwie einen Anfang gibt oder sowas, also einen Einstieg, sag ich mal. Es empfiehlt sich, die Reihe hintereinander wegzulesen, weil man sonst nicht am Ball bleiben kann. Mir fiel es auch immer schwer, nach den einzelnen Büchern wieder reinzukommen. Deswegen habe ich die letzten beiden Bücher relativ zeitnah hintereinander gelesen, um einfach am Ball zu bleiben und auch die Staffel endlich mal zu beenden. Und ich muss sagen, ich habe den letzten Band mit 600 Seiten geradezu verschlungen. Der ist auch der dickste, wie man hier vielleicht sehen kann. Und der letzte Band ist für mich auch der beste Band. Alle anderen haben immer 4 Sterne von mir bekommen. Der letzte Band 5, weil es gibt einfach... Es wird, wie gesagt, die Serie steigert sich von Mal zu Mal immer mehr und es gibt extrem viele Wendungen und mit Sachen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, wo man dann da sitzt und dann so, ist nicht wahr, es kann jetzt nicht wahr sein, es geht überhaupt gar nicht. Also nur so und das ist echt Wahnsinn, wenn man denkt, die eine Richtung wird eingeschlagen, nee, geht es in die ganz andere Richtung wieder zurück oder ganz woanders lang, also das ist echt top. Wirklich, also so verzwickt. Ich glaube, ich habe noch nie so eine verzwickte Reihe gelesen wie diese. Mit so vielen Perspektiven und das ist echt der Hammer. Aber wie gesagt, man muss sich darauf einlassen, dass eben wirklich viele Perspektiven, viele Orte gleichzeitig spielen und viel Wechsel ist. Aber wenn man erstmal drin ist, finde ich, geht das ziemlich gut, weil es ja immer auch von Kapitel zu Kapitel auch endlich aufgeteilt ist. Ich glaube, es gibt selten... Ich glaube, ein Malen Kapitel aus mehreren Perspektiven geschrieben. Ich bin mir jetzt immer nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Ansonsten können wir uns immer sehr gut unterscheiden, wer ist jetzt gerade dran, aus welcher Perspektive lesen wir jetzt gerade. Genau. Ansonsten kann ich euch die Reihe, wie gesagt, nur empfehlen. Und ja, schaut sie euch doch einfach mal an. Ab und zu gibt es auch die ersten beiden Bücher, ich glaube, es sind immer die ersten beiden, als E-Book kostenlos. Ich weiß nicht, ob es immer ist, aber auf jeden Fall ab und zu mal wieder. Wenn ihr euch unsicher seid, lest einfach mal rein und guckt nach, ob das der Schreibstil was für euch ist, die Charaktere was für euch sind, die Idee was für euch ist. Und ja, dann war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye bye.